Kann ich mit dem Auto fliehen oder so? Nein! Oh, fuck. Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Dieses Mal wird es sein The Clown's Fun. Und wenn wir dieses Spiel uns dann angeschaut haben, glaube ich, war es das auch mit der Horror Collection. Wir haben After Midnight gespielt, wir haben Endless Days gespielt, Mold haben wir hinter uns, Poop Killer 1 bis 3. Dann haben wir die Elevator gespielt, wir haben The Island Mystery, Night Revenge und das war's auch. Dann haben wir noch zwei Bonus-Games und dann wäre die erste Trash Horror Collection durchgespielt. A flamboyant killer, a tedious job, a night too quiet to be true. Steve works at a mini-market at night isolated from the city. When you came across a different psychopath. Na ganz toll. Dann schauen wir uns doch mal an, was The Clown's Fun zu bieten hat. Wieder die übliche Kamerafahrt. The Clown's Fun. So. Ich habe mal den 1995 Filter jetzt benutzt. Cigar 1000. Devolution. Da draußen ist noch nichts los. Cash Register und er saved schon mal. Trash. Ach Gott, jetzt muss man schon wieder Sachen rausbringen, oder? Locked. Telefon. Hi Steve, I won't be able to be at the store today. I have a lot to do. Don't forget to do your homework and please do it in the order I'll show you. Collect shopping carts from the parking lots, sweep the floor, take out the garbage, return goods to the location. Then I draw the trash. Warte mal, wir müssen doch erstmal collect shopping carts. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder eins nach dem anderen hier durchgehen. Das heißt, wir müssen hier raus. Können wir gar nicht. Oder doch? Hä? Oder müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Sachen einordnen? Then I put that in place. Room. Then I sweep. Verstehe ich gerade nicht. Warum geht denn hier das nicht auf? Das ist ein Zementmischer? Was macht denn der hier drin? Also es sieht so aus wie einer, aber ich glaube, das ist keiner. Cappuccino. Oven. Weiß gerade nicht. I can't use the company phone. Take out the garbage, return goods. And please do it in the order I'll show you. Collect shopping carts from parking lot. Ja, würde ich ja gern machen, aber ich komme nicht raus. Geld. So, kann ich raus. Da kann ich nicht. Oder muss ich den ersten Customer bedienen? Na gut, wir probieren es mal kurz mit dem Customer hier. Was willst du denn haben? Good night, bro. This beer is alcohol-free, right? I'm driving and I don't want to cause any accident. Good evening, sir. This beer is non-alcoholic. Would you like anything else? Thank you. That's all. How much do I owe you? Beer costs $1. Here, my friend. Keep the change. Can I ask you a question? Thank you very much. Of course, you can ask. Aren't you afraid to work here alone, even with that crazy killer on the loose? I confess, I'm afraid, but I need work. Okay, have a good job. Good night. Was für eine tolle Frage er mir hier gestellt hat. So, jetzt muss ich mal kurz raus. Kann ich jetzt raus? Du lass dir Zeit. Ich würde gern rausgehen, kann ich aber nicht. I need to start doing my chores. Ah ja. So, hier ist Dump. Da kann ich dann wahrscheinlich die... Ah. Gedacht, dass ich da vielleicht jetzt irgendwie... machen kann. Oh, da, den Van kenne ich. Das ist der von dem Jack, glaube ich, von Mold. Wie gesagt, mit dem darfst du dich neben keinem Spielplatz oder Kindergarten irgendwie blicken lassen. So, der noch. Habe ich jetzt alles?
Schön, dass schon wieder irgend so ein Killer unterwegs ist. So. Kommst denn du einmal her? So, das hätten wir. Dann sollen wir sweep the floor. Das heißt, ich kann mir jetzt den Besen nehmen. Und den Boden wischen. Da draußen ist niemand. Ich glaube, er ist fertig. Okay, weird. So, was soll ich jetzt machen? Take out the garbage. Haben wir noch irgendwie einen Hunden? Nein, haben wir nicht. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal ganz kurz hier den Trash raushauen. Kann ich nicht. Take out the garbage. Warum geht das nicht? Shit, here comes that annoying beggar again. Achso, ich werde unterbrochen von Story. Immer diese Story nebenbei noch. Furchtbar. Ey, cool. Du siehst ein bisschen ungesund aus. Kann man dir irgendwie helfen? Beggar will. Hey Steve, how's my friend doing? I'm so hungry, man. Get me something to eat there. You again, Will. I already told you I can't give you anything. I am working. What's up, man? Give me something there. I'm so hungry. I eat even a stone. I can't, man. Want me to be fired? Please go away. All is well. Nobody helps anybody else. Take care, Steve. He doesn't forgive. Was laberst du? Du ziehst jetzt kein Cappuccino. Tu das nicht. Geh einfach weiter. Schicke Hose. Sieht ein bisschen dreckig aus, aber. Ey. Was ist das? Si. Okay. Gut, du bist raus, oder wie? Dann mach die Tür hinter dir zu. Danke, und dann kann ich den Müll rausbringen. So. So wie lustig, wie die Müllsäcke von der Grafik her oder von dem Aufbau her überhaupt nicht zum Rest des Spiels passen. Und ich frage mich gerade, warum sie das in so Stoffsäcken da verpacken. Ist doch eklig, das suppt doch alles durch. So. Das letzte, was ich jetzt machen muss, ist die Sachen wieder dahin zurückstellen, wo sie herkommen. Wo ist der Freak standing outside? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Also es hätte jetzt eigentlich mich erschrecken sollen oder so ein bisschen beängstigen sollen, aber es ist halt schwierig, wenn das Auto kleiner ist als der Typ, der da steht und er dann plötzlich verschwindet einfach. So, kann ich aus? Ja. Nein, kann ich nicht. Tür zu. Das heißt, hier kommt wieder irgendein Kunde, der was haben will. Und dann muss ich die Sachen einordnen und erstmal hinnehmen, dass da draußen einer mit einer Clownsmaske mich beobachtet. Boah, lass dir Zeit. Alles okay. Nacht ist noch jung. Ryan. Hey, I would like a pack of cigarettes, please. Good night, sir. Did you see that crazy guy standing out front? Was he wearing a clown mask? Ah, I'm sorry, but I didn't see anyone. I think you're working too young. It must just be my imagination. It scares me to work here at night and alone. Could you please give me the pack of cigarettes? I'm a little late. Oh yeah, sure. I'll take it. Ich glaube, der hat keinen Bock, uns zuzuhören. Hier. Yeah. Thank you. And take care. Danke. $5. Zack. Zigar ist aber nicht Cigarettes. Ist mehr oder weniger Zigarren, oder? Ist ja auch wurscht. So, Cereals. Wo kommen die hin? Kommen da hin. Dann haben wir Ice Cream. Ice Cream gehört dann wohl in die Eisbox da rein.
Dann haben wir noch Bier und Bier wird wahrscheinlich hier. That car again, I'm going to finish returning these products and calling the police just in case. Ja, welches Auto? Da ist eine Hand. Da ist ein Abdruck. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal ganz kurz. Bin ich fertig? Bin fertig. Wird die Polizei. Police Station, how can I help you? Good night, policeman. My name is Steve and I think someone is watching me at work. Give me your address, I send a policeman over there. I'm at the mini market, JK Avenue 179. Don't worry, the policeman will come to you soon. Ja, bitte. Oh, bitte beeil dich. Ich glaub, hier geht's gleich los. Wenn ich raus. Ich werde später gestalkt von irgendjemandem. Geht gleich wieder das Licht irgendwie aus? Echt jetzt? Echt jetzt? Ist er. Wo ist der hin? Wo ist der Typ hin? Boah, lass ihn bitte nicht hinten. Wo ist der Typ? Ich find's gerade nicht so cool, dass ich ihn nicht sehen kann. Da kommt der Polizist. Oh Gott, ich muss raus hier. Ich meine, ich fühle mich jetzt noch sicher. Aber wenn der nicht aufpasst, haben wir ein Problem. Wo willst denn du hin? Komm zu mir. Danke. Alter, komm in den Laden, Mann. Was machst du da draußen? Wo wartet ihr denn? Schwierig. Warum kommt der nicht in den Laden rein? Komm bitte rein hier. Ich glaube, das soll jetzt nicht so sein, wie das da gerade ist. Ich glaube, der hätte eigentlich hier reinkommen müssen. Oder irgendwas lädt gerade nicht richtig. Kann ich von hinten irgendwie versuchen, aus dem Laden zu entkommen? Ja, kann ich. Oh, fuck. Oh, oh. Oh Gott. Überlebe ich das oder bin ich jetzt gearscht? Da ist der Van. Das überlebe ich doch niemals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss dahin. Ich glaube, ich muss zum Van, oder? Komm ich hier weg? Kann ich mit dem Auto fliehen oder so? Nein! Oh, fuck. Na, ganz toll. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt ein Spiel im Spiel, oder was? Ich habe gedacht, das ist jetzt... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja. Okay, so eine Art Saw. Hello Steve and welcome to your marathon of fun games. You will go through some games and your survival is up to you.
Here's the route. You have a total of 100 points and you'll have to use it very wisely if you want to make it to the end of the points. Reach zero and explosive device in your neck will explode. So let's go to the first game. In front of you is your best friend Alfred. He has a shotgun pointed at his head. There are two levers. One gives life and other takes life. If you kill him, you only lose 10 points and the door opens to continue. If you leave him alive, you will lose 30 points and have a companion to continue the game. Come on, Steve, take your pick. Ich möchte aber nicht, dass der jetzt hier drauf geht. Was soll denn das? Ich will, dass er lebt, oder? Alfred, wir kennen uns schon so lang. Nee, das mache ich nicht. Nope. Live. Ganz sicher werde ich Alfred nicht sterben lassen. Auch wenn ich Punkte verliere, ist mir jetzt völlig wurscht. Thanks for saving me, friend. Let's get out of this together. 70 Punkte nur noch über. Okay. Natürlich jetzt blöd, aber im Endeffekt, ich habe jetzt keine Lust gehabt, Alfred, den ich zwar nicht kenne, aber er scheint mein bester Freund zu sein. Werde ich ihn sicherlich nicht opfern. Hell und Heaven. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Alfred? Hi Steve, good to see you again. Now let's go to the second stage of the game. Now let's see how much you want to live, how much meat is available to donate to go to heaven. Next to the table is a scale and it needs to be fed meat. You can rip your arm off and go the way to heaven, but this will cost you 30 points. But if your friend Alfred still has his wits about him, you can rip his arm off and go down the road to hell. The bright side is that this will only cost you 10 points. Take your pick, Steve. Alfred, folgendermaßen. Ich habe dich gerade gerettet, du lebst, machst aber mit einem Arm nur weiter, oder? Aber hey, du bist hart im Leben, auf jeden Fall. Gut, dann Heaven, oder? Dann muss ich zu hell. Dachte, ich kann jetzt hier weitermachen. Ich hab einen Arm geopfert. Geht's dir gut? Ich will nicht zu hell. Ich wollte zu Heaven. Das, na gut. Oh mein Gott. Alter, das ist ja voll heavy. Boah. Epilepsie-Warnung, aber sowas von. Okay, da geht's nicht lang. Geht's hier weiter? Anscheinend. Alfred, wo bist du? Da bist du. Boah, das war gerade echt heftig. Glad to see you in the final, Steve. Now on the last test. It's an easy game. Let's see if you're lucky. Just enter a password to open a door and go. The password has 3 digits, 185. You just need to get the order right. But of course, for every wrong attempt, you lose 10 points. Okay. I was forgetting. The walls will also close and crush you in less than 2 minutes. Haha, good luck. Das war also 185. Scheiße. 5, 8, 1, 8, 5, 1, 1, 5, 8, 1, 8, 5, 5, 1, 8, und raus hier. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich lang. Congratulations, you escaped. Danke. Ja gut, dann haben wir jetzt auch Clowns Fun durch und haben so eine Art Saw-Abklatsch uns mal angeschaut.
War aber auf jeden Fall wieder ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. Hatte auch ein bisschen mehr Story und hat auch einen Location-Wechsel gehabt. Also es war jetzt eins von den aufwendigeren Games von 616. Ja, ich danke auf jeden Fall bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Zwei Spiele fehlen uns noch aus der Trash Hall Collection. Mal gucken, wie es mit denen weitergeht. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.